In Deutschland verliert die Große Koalition immer mehr an Rückhalt, während die AfD beliebter wird. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Rechtspopulisten mit 18% der Stimmen erstmals zweitstärkste Kraft, vor der SPD und hinter der Union. CDU, CSU und Sozialdemokraten kämen zusammen nur noch auf 45% der Stimmen. Das ist der schlechteste Wert seit Bestehen der Umfrage, also seit 1997. Besonders groß ist die Unzufriedenheit mit Innenminister Horst Seehofer. 6 von 10 Befragten halten den CSU-Politiker für eine schlechte Besetzung. Auch der Großteil der Unionsanhänger denkt, dass Seehofer keinen guten Job macht. Mehrheitlich unterstützt wird er inzwischen nur noch von Anhängern der AfD.